Jetzt Podcast-Intro mal? Chewbacca? Podcast-Intro? Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Timotheus Künzel und in diesem Podcast spreche ich mit dem lieben Hamid. Also jeder, der sich für Autos interessiert, aber auch darüber hinaus für Unternehmertum, für den ist diese Folge jetzt richtig spannend. Über was haben wir gesprochen? Über die G-Klasse. Ja, die G-Klasse, das Kultauto schlechthin. Ja. Aber ist es overrated? Ist die G-Klasse noch das, was es mal war? Und wie wird sich der Preis der G-Klasse entwickeln? Wird sie wieder verfügbar sein? Über solche Themen haben wir gesprochen. Wir haben über sein neues Auto gesprochen. Ja. Und wir haben über seine unternehmerische Vergangenheit, über seine jetzigen unternehmerischen Tätigkeiten gesprochen, über seine ganzen TV-Shows und. Mega, mega spannende Podcast-Folge, ein super sympathischer Gast und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hörst du selbst eigentlich auch Podcast oder? Ja, ich höre sehr gerne Podcast, gerade bei langen Flügen. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, also wenn sich das jetzt auch sehr banal anhört, ist das Geilste zum Einschlafen. Also ich hoffe, du hörst nicht den Erfolgsmensch-Podcast. Ja? Nein, habe ich bisher noch nicht. Und ich habe ja selber jetzt auch was gestartet, das heißt Podcast bei Hamid. Das okay. kommt ab September, also nicht ab September, genau 8 Wochen vor Weihnachten okay. kommt jeden Mittwoch ein Beitrag. Und zwar habe ich das so ähnlich aufgebaut wie Karaoke aus Amerika. Kennst du das? Kenne ich, richtig geil. Genau, nur dass wir nicht in meinem Auto singen, sondern ich habe da richtig geile Challenges vorbereitet. Okay. Auf dem iPad auch. Unter anderem habe ich einen ganz, ganz bekannten Unternehmer, den Besitzer von Bravo zum Beispiel, Konstantin. Richtig cool. Den habe ich eine Führerscheinprüfung durchmachen lassen, einen aktuellen, ob das besteht oder nicht. Die Ergebnisse könnt ihr euch anschauen. Bei JP. JP ist der Meinung, dass er alle 80er, 90er Filme, Fast and the Furious und hier Top Gun und so weiter, auswendig kann. Da haben wir so bestimmte Zitate ausgesucht und die musste er zu Ende sagen und da kam er echt an seine Grenzen. Okay. Ist alles schon aufgenommen, oder? Ist alles schon aufgenommen. Wir haben coole Sänger dabei, wir haben Unternehmer dabei, wir haben alles dabei. Ich hole die immer mit dem Auto ab, die wussten nie, was auf die zukommt. Okay. Das Auto war voll präpariert mit Kameras, mit Spezialtönen und so weiter. Und das kommt so 8 bis 12 Minuten auf YouTube. Und Rest, die gesamte Länge kommt dann immer auf Spotify. Okay, richtig. Genau, geil. Da bin ich richtig gespannt. Das Format ist mega. Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Richtig gut. Für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, also ich glaube, sehr, sehr viele kennen dich, ja, aber trotzdem nochmal ganz kurz, wer bist du, was machst du? Ja, ich heiße Hamid Mossadegh, bin Luxusautohändler, damit bin ich groß geworden und habe vor 7 Jahren die Chance bekommen, auch eine Plattform im TV zu bekommen, unter anderem erstmal bei Sport1, die ersten 7 Folgen Hamburger Autoperlen und dann hieß es, ja, wir haben kein Budget mehr. Okay. Hörst du ungerne, aber das ist einfach so im Medienbereich. Und dann war erstmal ein bisschen Pause und dann kam Grip das Motormagazin. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren im festen Team von Grip das Motormagazin und bin dort zuständig für Luxus, Wertbeständigkeit. Ist es das Auto auch wert oder nicht? Und da habe ich jetzt bei Grip drei verschiedene Plattformen, also Genres, die ich dort habe. Das ist einmal Hamid sucht. Das ist das, was die Leute lieben. Das ist das, was ich liebe. Was ich mir, kann dir Diana ein Lied von singen. Ich glaube, ich kenne jede Folge. Schauen wir das immer an. Richtig gutes Format. Viel unterwegs, mit den Händlern zu handeln auch, dass die Leute mal dabei sind. Dann habe ich jetzt ein ganz neues Stück bekommen. Das ist Hamids Goldstücke. Das ist Autos ab 1 Million Euro, die wir uns anschauen. Also jetzt wird es demnächst ausgeschreibt, ein SLR Sterling Moss. Signiert auch noch von Sir Sterling Moss. Und dann haben wir gedreht und dann hat es angefangen zu regnen. Das Auto hat ja kein Dach, nichts und kostet ja um die 4 Millionen Euro. Und dann bin ich zu dem Besitzer gegangen, zu dem Redakteur. Ich so, ey, es regnet, wir können ja nicht fahren. Damit ist der ganze Beitrag hin.
Ach, du und dann meinte Scheiße. Der Besitzer nur, da musst du schnell genug fahren, damit es nicht reinregnet. Das war natürlich mega geil. Genau. Dann haben wir das gemacht und dann habe ich natürlich Auto-Reviews, das heißt, wo ich Luxusautos weltweit teste. Okay. Jetzt waren wir in L.A., jetzt geht es nach Vancouver, danach geht es nach Pebble Beach, wo wir dann die Autos richtig... Morgen nach Genf. Morgen nach Genf zu Bentley, genau. Bentley wird ist jetzt 20 Jahre von VW übernommen worden für 479 Millionen Euro. Und so easy mal nebenbei aus der Portokasse. Und da bin ich mal gespannt. Und da knüpft man viele Kontakte, da sieht man auch viele und so weiter. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Richtig cool, richtig cool. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du bist Luxusautohändler in erster Linie, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie kam es eigentlich dazu? Weil für viele junge Männer Luxusauto ist natürlich ein Traum. Also wenn ich so an meine Jugend auch zurückdenke, jedes Mal, wenn ich einen AMG auf der Straße irgendwie gesehen habe, Herzklopfen, kennst du wahrscheinlich. Ja, logisch. Oder ein Lamborghini, Ferrari, die ganzen tollen Autos. Wie kam es dazu? Also wie waren da deine Anfänge und wie bist du in das Thema rein? Also ich habe immer meinen Vater mit begleitet. Ich war immer mit meinem Vater dabei, aber zu meinem Vater komme ich zum Schluss. Also es fing mit meinem Vater an, der war schon immer autoverrückt. Ich war mit ihm auf diverse Automärkte, da war ich 10, 11, da waren wir frisch in Deutschland. Und dann habe ich meine Banklehre gemacht bei der Deutschen Bank. Und danach habe ich immer Affinität natürlich zu Autos gehabt und habe nach meiner Ausbildung direkt gekündigt. Und habe mich selbstständig gemacht und habe mich als Autohändler selbstständig gemacht und habe angefangen mit VW Käfer, Fiat Cinquecento, ganz klein und habe dann alles genauestens kennengelernt, wie es ist, einzukaufen, verkaufen, Endkunde, Händlergeschäfte, da musst du ja auch erstmal reinkommen. Und dann war es 2007 oder sowas, da habe ich auf ein Polo-Turnier, ich habe jahrelang mal Polo gespielt. Ah, echt cool. Und habe dann nach dem Polo-Turnier kam einer auf mich zu und meinte, du handelst doch mit Autos. Ich so, ja, in Sachen Oldtimer kennst du dich doch auch aus. Ich so, ja. Ich habe einen Fußballer, einen HSV-Spieler, er sucht ein SS. SS, was ist denn ein SS? Er ist natürlich nach Hause gegangen, damals konntest du auch schon googeln, es hört sich so blöd an damals, aber ist ja nicht so wie heute, wo du einfach sagst, hey Siri, was ist SS? Ne? So, und dann habe ich SS eingegeben, da kam so Jaguar Vorkriegsmodell. Das kann doch kein Fußballer haben wollen. So, und ich war sehr viel in Los Angeles damals, sehr oft in L.A. Und da war ich auch zu dem Zeitpunkt in L.A. Wieso warst du in L.A.? Ich habe viel Familie dort. Ich habe viel Familie in Orange County, also Irvine, Laguna Beach. Ich habe viel Familie dort und dementsprechend war ich immer sehr oft über Winter dort. Und dann kam irgendwann Mitternacht, natürlich wegen 9 Stunden Zeitunterschied, ich werde es nie vergessen, eine 0174-Nummer, einmal geklingelt. Ich bin ja nicht rangegangen. Zweite Mal geklingelt, bin immer noch nicht rangegangen. Beim dritten Mal, ich so, er muss mal rangehen. Und dann hieß es auf einmal, ja, hier ist Nigel de Jong. Okay. So, der damals HSV-Spieler, einer der bekanntesten Sechser auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall, ja. Und genau. Und dann ist es, ja, ich suche ein Plymouth Barracuda. Und das war ein ganz spezielles Auto, ein Cabrio auch noch. Und dann noch ein ganz spezielles Baujahr, das war ein 71er Baujahr. Da wurden nur 120 Stück produziert. Also für Amerika-Verhältnisse ist das so, als wenn Mercedes ein Einzelstück produziert, weil die ja immer in Masse gegangen sind. Ne? Da gab es ja immer sofort... Also was richtig Besonderes. Ja, was extrem Besonderes. Ich habe in Amerika gar kein Auto gefunden, also nicht das Auto gefunden. Dann habe ich das Auto in Saarbrücken gefunden, bin dann dahin gefahren, habe das Auto gekauft. Und so haben wir uns 8 Monate intensiv kennengelernt. Und dann hieß es auf einmal, ich habe die Kontakte, du hast das Know-how, lass uns eine Firma gründen. Okay. Und so kam ich voll in die Luxusschiene rein. Und genauso wie ich in die Luxusschiene reinkam, genauso erfolgreich, wie wir die Firma aufgebaut haben, haben wir uns ja leider zum Schluss sehr, sehr, sagen wir mal, unglücklich getrennt. Okay. Das war einfach so, das kam dann später. Und da habe ich 11 Jahre ein Autohaus besessen, Continental Cars, und habe dann natürlich... Mit ihm zusammen? Mit ihm zusammen, genau, okay. genau. Und dann habe ich natürlich auch erfahren, wie es ist, ein Autohaus zu haben. Personal, Einkauf, Verkauf, Werkstatt, viele Umbauten gemacht und wir hatten weltweit Kunden. Wie viele Mitarbeiter hattet ihr damals? Wir hatten damals um die 12 Mitarbeiter und viele in der Werkstatt, weil wir viele Autos umgebaut haben, für Fußballer hauptsächlich. Okay. Dann haben wir 2000... Also viele so Spezialanfertigungen? Genau, Einzelanfertigungen. Dann wollten sie spezielle Sitze haben, PlayStation drin gebaut haben. Also es gab keine Grenzen.
Was war das Verrückteste, was ihr damals gemacht habt? Jetzt? Das Verrückteste, was ich jemals umgebaut habe, war für den Präsidenten von Nigeria. Der hat ein Bentley in Auftrag gegeben, ein Mulsanne. Das Auto kam zu uns, das Auto war irre schick. Okay. Und dann kam sein Fuhrparkmanager extra herangeflogen und meinte, ja, wir wollen das Auto so und so haben. Und so, das war schon krass. Also Twin, also zweifarbig, untenrum lila Metallic, obenrum rosa. Mhm. Drin hat das, haben wir alles umgeledert auf lila mit gelb Keder. Also ich stelle mir gerade so vor, wenn unsere Politiker mit solchen Autos rumfahren würden. Ja, er konnte das. So, nach der Konfiguration habe ich gesagt, du, 50% Anzahlung reicht nicht, ich brauche doch 80, weil wenn du das Auto nicht abnimmst, kein Mensch kauft dieses Auto. Ne? Das war echt extrem, das war echt crazy. Und wir haben dann 2008 sogar in Abu Dhabi eine Firma gegründet, okay. Weil damals die Autokonzerne waren so, dass sie zuerst Europa beliefert haben, dann die arabischen Länder. Und dementsprechend, wir haben ein Rolls-Royce nach dem anderen, nach Saudi, Vereinigte Arabische Emirate, überall verkauft, bis sie dann gesehen haben, okay, da ist die Kaufkraft höher für solche Autos. Dann haben sie es umgeswitcht und haben die zuerst beliefert, dann die Europäer. Macht Sinn. Und dann haben wir dann die Firma auch wieder abgegeben. Okay. Und, aber ich hab extrem viele Sachen erlebt. Das war unfassbar, wie PlayStation rein, dann konnte das... Das Schrägste, was ich erlebt habe, war, da kam der Ferrari 458 ganz frisch raus. Da habe ich einen peruanischen Nationalspieler gehabt, der wollte das Auto unbedingt haben, außen weiß, innen rot. Und das Auto war ja schon so knapp auf dem Markt, dann habe ich ein Auto in Dubai gefunden, bin nach Dubai geflogen, habe das Auto gekauft, dann haben wir das Auto rüber verschifft, dann kam es in Lima an, da macht dann seinen Container auf, macht Container wieder zu und sagt, Hamid, hol das Auto wieder ab. Ich so, warum? Ja, das Auto hat keine Rückfahrkamera. Ich so, sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Es ist so schwierig, so ein Auto zu bekommen. Das Auto hat keine Rückfahrkamera. Ach, dann kam das Auto nach Hamburg. Also ich schreibe ja auch gerade ein Buch, kommt im Januar raus. Geil. Und da stehen solche Sachen drin, ja, oder? Ja, unter einem Kapitel. Ich habe viel mit Fußballern erlebt, extremst viel, okay. Positiv und negativ. Und ich werde ein Kapitel unter spezielle Kunden schreiben. Ach, genau. Das glaube ich dir. Crazy. Das war echt crazy. Das ist echt verrückt. Ja. Aber du erlebst extrem viel. Und bei Autos ist es ja so, dass du A, Emotionen hast ohne Ende. Ich für mich selber bin ich kein Autohändler. Ich handle mit Emotionen. Aber ist es immer noch bei dir so, wenn du jetzt in so einem krassen Auto sitzt, hast du immer noch die Emotionen? Ja, klar. Selbst wenn ich, also die ganz liebe Grüße an die Europcar-Jungs und Six-Damen und so weiter, die wollen immer, wenn ich irgendwo lande und mir einen Mietwagen abhole, dann graden sie mich immer ab und wollen mir immer das coolste Auto geben. Ja. Und dann, manchmal klappt es nicht, dann kriegst du halt das Auto, was du in der Klasse gebucht hast oder was die Redaktion gebucht hat. Und selbst wenn ich mich in so einen, jetzt mal bei allen Respekt, Renault Twingo reinsetze, wo ich ja, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt in so einem Twingo saß, habe ich trotzdem meinen Spaß, da entdecke ich neue Sachen und so weiter. Autos ist und bleibt meine Leidenschaft und egal was für ein Auto, sei es ein VW Käfer von 1970, ich liebe einfach Autos. Das ist deine Leidenschaft. Absolut, also ich liebe Autos. Ja. Das letzte Auto, was ich mir ausgeliehen habe, das war in Mallorca, da haben wir uns ein Fiat 500 Cabrio, geiles Auto, finde ich mega. Ja, ja, ja. Okay, also wir waren davor stehen geblieben. Also ich hab dich, wir sind zum Verrücktesten, was du je erlebt hast, mit Continental Cars. Wie ging es dann weiter? Ja, Continental Cars haben wir dann 2018 geschlossen, also am 30.12.18, weil wir extrem viel, also wir haben viel an Markt verloren durch die ganzen VIP-Status oder VIP-Verträge, die die Hersteller mit den Spielern gemacht haben. Mhm. Unter anderem Mercedes mit einem 1% Leasing. Okay. Dann kam auf einmal auch, ich war viel bei VfL Wolfsburg damals. Okay. Und da ist ja, VW ist der Marktführer. Die Bugatti gehört denen oder gehörte denen jetzt ja nicht mehr. Aber Lamborghini, Bentley und so weiter, ist ja alles die VAG. Bugatti nicht mehr, VW? Nee, Bugatti wurde jetzt ja verkauft an Rimac. Das ist der Kroate. Und deswegen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat das VW gehört. Okay. Na, deswegen. Und dann habe ich dann gehört, okay, wir wollen jetzt auch die Luxusschiene für die Fußballer freischalten. Okay. Und dann gingen natürlich bei mir alle Alarmglocken an. Und dementsprechend haben wir uns dann entschlossen, den Laden dann am 30.12.2018 zu schließen. Okay. Und es war eine der schwierigsten Phasen in meinem Leben.
Das heißt, mein Base, mein jeden Tag in dein Autohaus zu gehen, jeden Tag in dein Büro zu gehen und dafür zu leben, war auf einmal nicht mehr da. Ich war total, ich werde diesen Januar nie vergessen, ich war total lost. Ich wusste gar nicht, ich stehe auf. Glaube ich dir. Wo fahre ich jetzt hin? Glaube ich dir. Ja? Ja. Und aber wie, ganz kurz einmal, wie lang war diese Phase? Also wie lange hattest du das Autohaus mit ihm? 11 Jahre. 11 Jahre, das ist eine lange Zeit. Heavy. 11 Jahre. Und dann kam ein Punkt, wo ich jetzt sage, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und ich kann keinem, also ich persönlich kann keinen, also ich brauche es nicht durch mein Netzwerk, aber ein Autohaus bindet. Ein Autohaus bindet extrem. Ein Autohaus bindet dich A, Personal. Personal ist immer sehr anstrengend. Also kann würde ich gerne auch gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Ja, kann sehr anstrengend werden. Dann hast du natürlich immer du musst immer präsent sein, du musst immer da sein. Das ist deine Bühne. Und bei mir war es so bei Continental Cars, ich habe es mit Verkäufern probiert, mit sehr, sehr erfolgreichen Verkäufern probiert, aber trotzdem hieß es dann, nein, wir wollen nur zu dir. Mhm. Und dementsprechend war ich nur gebunden. Ich konnte, egal wo ich hinreisen wollte, muss ich mir 10-mal überlegen, kann ich das nicht, mache ich das alleine, kann ich auf die Messe, kann ich da zum Dreh, kann ich da nicht zum Dreh. Und dementsprechend war das Beste, was mir passieren konnte. Vor allem bei dem emotionalen Thema Luxusfahrzeuge, die wollen den absoluten Top-Experten. Ja. Ja, und das bist halt mal du, vor allem mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Präsenz in der Branche. Und wie sieht es dann heute bei dir aus? Also du hast kein Luxus-Autohaus in dem Sinne mehr oder wie sieht es konkret jetzt bei dir aus? Nein, ich hab kein Luxus-Autohaus mehr. Ich habe aber natürlich mein GmbH, worüber ich Autos einkaufe und verkaufe. Und ich mache das nur noch für mein Netzwerk. Okay. Das heißt, ich habe so around about 5 ganz große Sammler auf der Welt. Und es ist eine Liga, wo die Autos dann nur noch untereinander die Besitzer wechseln. Okay. Also, du wirst kaum einen neuen haben, der dann sagt, komm, ich bin jetzt bereit, das Auto jetzt zu kaufen oder sonstiges. Es sind immer die gleichen. Aber komischerweise, ich nenne mal jetzt einfach fiktiv Herr Müller, der Sammler Müller und der Sammler Meier, die wollen das nicht zusammen machen, dann haben sie mich dazwischen. Verstehst du, was ich meine? So, und ich weiß dann natürlich auch immer, okay, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich suche einen F1 McLaren, der liegt ungefähr bei 18 bis 22 Millionen Euro, je nachdem, dann wüsste ich sofort, okay, da steht ein Auto in Amerika oder in Japan oder irgendwo, der würde das Auto eventuell verkaufen. So, und dann leiert man das Ganze an und dann geht's los. Jetzt zurzeit bin ich an eine große Geschichte dran für einen ganz, ganz großen Küchenhersteller. Okay. Darf leider keinen Namen nennen. Klar. Aber der will unbedingt ein Auto haben. Das Auto ist in Las Vegas, besitzt ein Casino-Besitzer. Okay. Und das Auto wird um die 40 Millionen Euro gehandelt. 40 Millionen Euro? 40 Millionen. Für ein Fahrzeug? Für ein Auto. Für ein Auto. Genau. Und dann erstmal hieß es 30 Millionen, dann zeigst du Interesse, dann heißt es 35 Millionen. Das geht immer so 5er-Schritte. Ne? Okay. Und da steckt jetzt ein Schweizer wieder zwischen, weil der Casino-Besitzer damit nichts zu tun haben möchte. Das Ganze macht es natürlich noch schwieriger. Das heißt, du spielst immer stille Post. Und jetzt habe ich aber den direkten Kontakt. Kann man sagen, was das für ein Auto ist? Das ist ein Mercedes-Vorkriegsmodell. Okay. Und es ist auch sehr, sehr historisch. Mhm. Es ist ein panzergeschütztes Auto, sogar noch mit Einschusslöchern. Es ist Wahnsinn. Völlig verrückt. Die Einschusslöcher sind noch original da. Und man darf ja eine Sache nicht vergessen, bei Vorkriegsmodellen muss ich sagen, bin ich raus. Weil das ist eine Sparte, da gehst du so detailliert rein, da musst du teilweise kleine Blechstücke abnehmen, das zum Labor schicken und dann wird es getestet, ist es von damals oder nicht. Weil die Russen, also als die Russen Ostdeutschland übernommen haben, sind sie in die Tiefgaragen reingegangen und haben einfach raufgeballert, dass wenn einer sich im Auto versteckt hat, auch wenn sich das jetzt sehr traurig anhört, dass er dann sozusagen nicht überlebt. Ja. Und dann haben sie die starken Motoren damals für die Traktoren genommen und haben die Sachen eingeschweißt und haben damit gebaut. Das heißt, es sind viele Autos verschwunden. Krass. Und wenn du dann original Autos von der. So ein Auto rankommst, ist das ist unglaublich. Irre, ja. Und der weiß natürlich Bescheid, was er für ein Auto hat. Und der Schweizer auch. Und das ist jetzt gerade eine coole Herausforderung. Es ist natürlich krass. Also 30, 40 Millionen ist das teuerste. Kommt da noch was? Also geht da noch mehr? Ja, klar. Also der Ferrari 250 GTO Serie 1 wird um die 70 Millionen gehandelt. Wenn du überhaupt einen bekommst, wurden ja nur 6 Stück gebaut. Und dann hat der Mercedes vor ungefähr 1,5 Jahren Rekord gebrochen mit circa 130 Millionen.
Da haben sie einen SLR verkauft. Da war die Geschichte so, Mercedes-Benz hat einen neuen CEO gekriegt und der neue CEO hat einfach gesagt, so, wir wollen jetzt weg. Also A-Klasse wird nicht mehr produziert. Wir wollen, Taxen werden nicht mehr produziert. B-Klasse steht noch im Raum und es steht noch im Raum, ob sie überhaupt noch T-Modelle produzieren, das heißt Kombis. Mercedes will echt nur noch auf die Luxusschiene, E-Klasse, S-Klasse und dann die ganzen SUVs. Und dann hieß es auch noch, Mercedes Classic muss ich jetzt selber tragen. Und Mercedes Classic hatte zwei SLR stehen und dann haben sie einen verkauft über eine Auktion und das Ding ist für 130, 140 Millionen Euro weggegangen und dementsprechend, das ist schon eine stolze krasse Nummer. Ja, krasse schon Nummer. Kurze Werbeunterbrechung. Was haben Arnold Schwarzenegger, McDonald's und die Allianz, der große Versicherungskonzern, gemeinsam? Die investieren sehr, sehr intensiv in Immobilien. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel hat mal gesagt, ich bin nicht vermögend geworden durch Schauspielerei, durch Bodybuilding oder ja, durch seine politische Tätigkeit, sondern durch Immobilien. Immobilien haben super, super viele Vorteile. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiterreden. Ja, du sparst inflationsgeschützt, du nutzt den sogenannten Leverage-Effekt, ja, du hast einen zusätzlichen Sparer mit an Bord, einen Mieter, du hast super viele steuerliche Vorteile und. Aber es gibt eben auch eine gewisse Eintrittsbarriere, um in Immobilien investieren zu können. Es hängt halt auch stark von deiner Bonität ab. Und ob du das Zeug zum Immobilieninvestor hast, kannst du ganz einfach prüfen mit unserem kostenlosen Immobilientest. Den findest du hier in der Beschreibung. Und jetzt geht's wieder weiter. Bevor wir jetzt nochmal über Autos reden, da haben wir natürlich einige Fragen an dich. Genau. Vielleicht nochmal trotzdem zu dem Thema Continental Cars. Mhm. Ja, ich meine, 11 Jahre Unternehmer gewesen. Mhm. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, Mein größter Fehler. Mhm. Ja, kennst du das Buch? Nee, kenne ich. Ist ein cooles Buch. Da sind so Unternehmerlegenden, beschreiben ihren größten Fehler. Und so in einem Learning verpackt. Ja, bei den Fehlern steckt ja bekanntlich sehr, sehr viel Wachstum drin, sehr, sehr viel großer Lernfaktor. Absolut, ja. Was würdest du so rückblickend nochmal sagen aus der Zeit? Was war so dein größtes, ich sage jetzt mal, Learning? Ja. Also ich kann dir sagen, was immer noch mein Fehler ist, was ich als Unternehmer nie so richtig auf die Beine gestellt bekommen habe, ist ein Team um mich aufzubauen und mein Team machen zu lassen. Mhm. Das fällt mir jetzt also auch abgeben genau. Jetzt sage ich dir so, wie es ist, jeden Beitrag, den du über mich siehst, auf YouTube oder auf Grip, ist in meiner Hand. Krass. Ich muss das selber checken. Ich check die Autos, ich check nochmal die Texte. Also was heißt die Texte? Ich gucke nochmal, habe ich alles richtig gesagt? Habe ich irgendwo was? Kann ja sein, dass du mal einfach PS-Zahl falsch sagst oder sonstiges. Und im Fernsehenbereich muss ich es ein bisschen abgeben, zum Beispiel Schnitt, mache ich ja nicht. Aber bei YouTube habe ich alles selber in der Hand. Also komplett. Und das war mein... Also auch den Schnitt? Also es wird geschnitten, aber ich bin der Letzte, der das dann abnimmt. Okay, also du guckst nochmal drüber über jede einzelne Folge. Jede einzelne Folge. Krass. Alles, was du siehst, und das sind 52 Videos ja mindestens auf YouTube, habe ich selber abgenommen. Und das war mein Riesenfehler bei Continental Cars. Ich habe eine Werkstattleiterin, mit der ich heute noch sehr gut im Kontakt bin, die Tanja, die die Werkstatt geführt hat. Das war so das Einzige, was ich abgegeben habe, aber alles andere. Einkauf, Verkauf und so weiter, hatte ich komplett in der Hand. Und das war so mein Fehler. Ich glaube, dass ich, wenn ich abgegeben hätte, wenn ich die kreativen Menschen, die um mich waren, einfach machen lassen hätte und nicht immer meinen Tunnelblick hätte, dann glaube ich, dass ich Continental Cars umgeswitcht hätte können. Und dann wird es heute noch Continental Cars geben. Ne, das cool. Okay, also du würdest sagen, das war so der größte Grund, warum, oder weil du meintest ja auch vorhin, das war für dich eine schwierige Zeit. Yeah. Ja. Das war für dich eine schwierige Zeit. Also klar, 11 Jahre in dem Umfeld natürlich auch und macht ja auch Spaß und man ist ja auch stolz drauf, was man geschaffen hat. Ich komme auch jeden Tag in mein Büro und freue mich natürlich über die Leute, dass ich mit so tollen Leuten auch meine Zeit verbringen darf. Mhm. Und man guckt sich das jeden Tag an. Und ist natürlich, also deswegen kann ich das zu 100% nachvollziehen, dass es eine schwierige Zeit ist. Mhm. War das dann der Auslöser, dass du sagst, okay, du konntest einfach nicht delegieren und es wurde dann zu viel? Oder was war
Ja, ich war so verbissen. Ich wollte unbedingt im Luxussegment bleiben. Unbedingt im Luxussegment bleiben. Ich wollte einfach nur das machen, was ich 100% kann. Okay, also nur zum Verständnis, es gab Herausforderungen und du wolltest dich nicht den Herausforderungen... Es war zum Beispiel die Idee, dass wir gesagt haben, wir können die Luxusschiene durch die normale Schiene super finanzieren. Okay. Das macht ja VW nicht anders. Okay, verstehe. Also der typische Golffahrer finanziert ja den Bugatti-Fahrer oder den Bentley-Fahrer. Richtig. Du kannst ein Bentley-Konzern, der, weiß ich nicht, 2000 Autos pro Jahr produziert, kann nicht die Summe verdienen, wo VW mit überleben kann und noch so einen Abgasskandal noch zahlen kann aus der Portokasse. Ja, klar, verstehe. So. Aber das ist einfach so, das finanzieren die Polofahrer und die Golffahrer, weil das ist die Masse. Und die Ideen gab es ja bei mir auch, wo wir gesagt haben, okay, komm, wir machen eine Tochtergesellschaft auf in dem Sinne und gehen da voll auf Masse. Leasingrückläufer mit Sixt, mit Europcar sprechen, die Autos, die dann abgestoßen werden, die wir dann gut einkaufen, mit kleinen Margen verkaufen, aber dafür dann auf einmal 1000 Autos pro Jahr machen. Das wollte ich nicht begreifen, aber wenn ich heute die erfolgreichen Autohäuser sehe, wenn du so eine Gruppe siehst, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Namen nennen darf, aber wenn wir jetzt Loop nehmen in Nordrhein-Westfalen. In München, Mahag wahrscheinlich ist auch Mahag, so ein Beispiel. Genau, Mahag, die haben VW, die haben Audi, die haben alles, dann haben sie noch ihre Luxusschiene, Lamborghini und so weiter. Ja. Aber nur von einem Lamborghini München könnte Mahag niemals so überleben. Das geht einfach nicht. Die Ideen waren da, aber ich wollte es einfach nicht begreifen, weil ich einfach mich mit das andere gar nicht beschäftigen wollte, so auf Masse zu gehen, weil Luxusautos zu handeln ist einerseits sehr, sehr attraktiv, macht sehr viel Spaß, aber du darfst auch nicht vergessen, dass die Kunden zu 100% Performance erwarten. Zu 100%. Und ich habe mich da nicht mehr gesehen, dass ich mich um den Fußballer, der mich um 2 Uhr morgens angeschrieben hat, gefragt hat, soll mein Ferrari F12 rot sein oder schwarz? Den du innerhalb von einer halben Stunde, meine Taktik war so, der Kunde muss innerhalb von einer halben Stunde mindestens 3 Alternativen auf dem Tisch haben. Das war immer meine Taktik. Okay? Und dann hatte ich keine Zeit, mich noch mit Großhändler auseinanderzusetzen und sagen, so, jetzt kaufen wir ein Paket von 100 Passat und wie viel kannst du mir da noch entgegenkommen? Ja, klar. Das konnte ich nicht. Ich hätte es aber abgeben können. Weißt du? Und das war mein Fehler. Okay, verstehe. Das war mein Fehler. Jetzt verstehe ich. Genau. Okay, cool. Ja, aber die Frage, weil du ja auch gesagt hast, rückblickend, das war so eigentlich ein Geschenk, ja, weil du natürlich jetzt zu 100% macht auf mich den Eindruck, glücklich bist in dem, was du tust. Ich meine, du hast den vollen Fokus auf das, was dich begeistert, auf die Luxusautos. Absolut. Und ich glaube... Jetzt ist es halt anders. Alles ist so, wie es ist. Ich bin weltweit unterwegs. Ich habe mit ganz lockeren, easy Menschen zu tun. Richtig cool. Und ich hab mein Netzwerk und das ist mein Kapital, was ich in den 11, 15 Jahren aufgebaut habe. Das ist nur mein Netzwerk. Mehr nicht. Und viele wollen daran, ist ja logisch. Ja, klar. Aber das ist halt jetzt die Kunst, dein Netzwerk für dich zu behalten und dein Netzwerk nicht zu enttäuschen. Ja, klar, verstehe. Ja. Wie sieht denn jetzt so ein typischer, oder gibt es eigentlich noch bei dir so einen typischen Alltag oder so einen typischen Tag? Oder ist wirklich jeder Tag anders und wie sieht es aus? Das ist ja, seitdem ich im Medienbereich bin, wird mein Alltag echt bestimmt. Also ich habe, wenn ich dir eine Liste von gestern zeige, wir haben gestern 2 YouTube-Folgen gedreht und da war von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr alles durchgetaktet. Okay. Alles komplett. Wir haben erst bei Bentley gedreht und danach haben wir einen Vergleich gehabt zwischen 2 aussterbenden Dinosaurier in dem Sinne, der Pisser gegen den STO. Oh, okay. Das war schon mega interessant. Mega. Und davor haben wir einen Elektrocheck gehabt für Grip. Und dann sind wir im Anschluss direkt nach L.A. geflogen und da hatten wir den neuen Mercedes-Test. Das heißt, mein Alltag wird jetzt echt komplett, also ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt meinen Alltag jetzt selber geplant habe. Das weiß ich gar nicht. Es wird alles durchgetaktet. Wie groß ist aktuell so dein Team? Weil ich meine, bedarf ja einiges an Planung und ist ja einiges los bei dir. Also mein Team ist jetzt um die 8 Mann. Da habe ich den Dirk, den kennst du ja auch, der ist der Redakteur. Da habe ich noch die Caro dazu, auch eine Redakteurin, auch eine sehr gute Redakteurin. Dann habe ich meine Cutter, dann habe ich meine Kameraleute. Und das ist, was YouTube betrifft. Und im Fernsehbereich ist ja alles also Boda Studios, die das dann alles plant. Und da kriege ich nur noch ein Exposé zugeschickt und meine Reiseziele und dann geht's los. Okay. Also so ist es jetzt auch nicht wie bei Grip immer, du bist jeden
jeden Tag am Start und suchst für einen Kunden ein Auto. Nein. Das wäre schön, wenn ich so, es gibt, es hält sich, in, also was heißt, es ist, in dem Segment bist du natürlich nicht jeden Tag unterwegs, das geht gar nicht. Ja. Und wenn ein Luxusautohändler zu mir sagt, er verkauft jeden Tag ein Auto, entschuldige bitte, der lügt. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und zurzeit sind wir echt in einer Phase, wo du immer die Uhr nachstellen konntest. Also wir haben ja, ich habe ja 2008 die Wirtschaftskrise voll mitgenommen. Ja, ja. Da hatten wir schon Continental Cars. Mhm. Und du konntest immer die Uhr nachstellen. Sobald es 0,002% Zinsen gibt, wenn du dein Geld auf dein Konto parkst. Auf den Menschen Luxusautos. Nein, da kaufen, so, sie, kaufen sie kein. Also wenn es mehr Zinsen gibt, also genau, wenn es Guthabenzinsen gibt, einmal auf Tageskonten, wenn die steigen, meinst genau, du? Okay, genau, genau. Okay. Dann kaufen ich dachte jetzt, wenn es niedrige Zinsen gibt, dann kaufen die ja, Leute klar, logischerweise. Das ist sowieso. Ja. Aber sobald, wir hatten ja jetzt Phasen, wir haben Strafzinsen zahlen müssen ja. Und ich habe einen Kunden, der hat 600.000 Euro pro Jahr Strafzinsen zahlen müssen. Und er wusste nicht, wohin mit seiner Kohle. Völlig der hatte verrückt. Alles an Immobilien, der hatte alles an Schmuck, Gold, Aktien, alles. Und dann blieb, der war überhaupt gar nicht autoverrückt. Da hat er mich nur angerufen, meinte, Hamid, keine Ahnung, ich habe da eine Garage, lass uns da jetzt mal 4-5 Autos parken. Ja, das Geld muss weg. Krass. Das ist echt krass. Und Corona war mein Bestzeit. Also es war unfassbar, was ich an Corona, da habe ich meine Rekordzahlen geschrieben. Das war echt hammermäßig. Ja, hammermäßig. War echt aber also, du merkst es schon extrem krass, also sobald eine Zinswende kommt, sinkt die Nachfrage. Also hast du das jetzt auch wieder, dass die Leute, weil die Zinsen sind ja extrem stark gestiegen, also merkst du das jetzt aktuell stark, dass die Leute weniger Luxusgüter oder Luxusautos kaufen? Ja, klar, jetzt bist du dabei. Jetzt kriegst du halt 3 Anrufe am Tag und 2 wollen ihre Autos verkaufen und einer hat Interesse an deren Auto. Okay. Mhm. Und auch in dem Segment wird viel, viel finanziert und geleast. Und wenn du dann jetzt siehst, die Zinsen sind im Automobilsegment, weil das ja mobile Geräte sind, sind die von ungefähr 3% auf 8% gestiegen. Und da siehst du, bei so, wenn du jetzt nur einen Lamborghini Aventador nimmst, da hast du einen Ratenunterschied von ungefähr 600 bis 1200 Euro pro Monat. Ja, ist völlig Monat, verrückt. Das ist ein extremer Unterschied. Ist krass. Ja. Und dann überlegt er sich natürlich, ob er sich noch ein Auto kauft oder ob er 2 abstoßt. Ne, das ist einfach so, das darfst du nicht vergessen. Ja. Und die Tendenz, ich bin gespannt, die Preise halten sich aber komischerweise noch. Also diesen Mega-Schub, was wir hatten, wo die Preise ja extremst gestiegen sind, die sind noch da. Und ich vermute mal, dass das bis zu Ende des Jahres müssen die Preise sinken, weil die Autos bewegen sich nicht. Also die Autos sind da, die werden teuer inseriert, weil die auch teuer eingekauft worden sind, aber die bewegen sich nicht. Und irgendwann willst du natürlich auch frische Ware in dein Autohaus haben oder möchtest du auch mal wieder Kapital erfrischen sozusagen, dann musst du auch die Autos auch mal unter Wert verkaufen. Das ist einfach so. Okay, krass. Also deine Prognose, Preise von Autos vor allem im Luxusbereich sinken. Ja, also im siebenstelligen Bereich, alle Autos, die ab 1,5 Millionen, 2 Euro gehen, die bewegen sich gar nicht zurzeit. Also da überlegen sich die Kunden echt 10-mal, ob sie so ein Auto jetzt kaufen oder nicht. Selbst im Ferrari-Segment, wo das immer eine sichere Bank war. Mhm. Also La Ferrari wusstest du immer, es geht. La Ferrari Aperta sowieso. SP1, SP2, F40, Enzo, alles, aber die... Unfassbar geile Autos, ja. Mega, also, mega. Aber die stehen, stehen. Und im normalen Segment, alles so bis 150.000 Euro bewegt sich noch, aber so 150 bis 1 Million wird es auch wieder schwierig. Krass, ja, krass. Ja. Und weil bei Grip, also dieses eine Format, also Hamid sucht, das ist irgendwie, was ich mal krass finde, also in dem Format ist es wirklich so... Du suchst, der Kunde kommt, sagt, ich will das, ja, so muss es aussehen, ja. Ja. Zumindest war es die letzten Jahre. Weihnachten, ne? Perfekt. Und du bringst es dir hier, guck mal, so muss es aussehen, ja. Und du hast jetzt noch den und den Vorteil. Also es ist wirklich so, dass die Leute dann auch immer gekauft haben. Ich fand das immer krass. Ich dachte mir, hey, der stellt da die Karren vor und zack. Und haben die immer gekauft? Also war es so oder gar? Also es ist tatsächlich so, Hamid sucht wird immer schwieriger und wird immer weniger pro Jahr. Weil wir echt nur echte Fälle haben. Das sind nur echte Fälle. Okay, krass. Das cool. Einzige, was eventuell mal gefaked wird, ist, dass der absolut echte Kunde sagt, ey, weißt du was, ich kann nicht vor die Kamera, weil dann kommen die Leute nicht mehr die Zähne bei mir machen. Okay, oder, verstehe. Oder die kaufen dann ihre Versicherung nicht mehr bei mir. Aber dann haben die immer im Freundeskreis irgendeinen, der für die einspringt.
Weißt echt, du? Oder? Immer, ah, immer, geil, immer, cool. immer. Das heißt, die Geschichte ist immer echt. Natürlich ist es nicht so, dass ich sage, ab 500 PS bis eine halbe Million Euro, rot, schwarz, gelb. Und dann stelle ich ihn das Auto hin und er sagt, ja, das Auto ist schon vorher abgewickelt. Okay, verstehe. Ja, also ist davor schon abgewickelt. Genau, und okay, dann ist es Nachspielen. Und aber die ganze Geschichte, Hamid sucht, ist eine echte Geschichte. Das ist cool. Das ist echt, das ist Wahnsinn. Immer wieder spannend, immer wieder schön. Sonst, weißt du, du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Ich bin kein Schauspieler. Mhm. Ich bin da reingewachsen, ich bin da reingekommen. Und ich könnte jetzt nicht so eine Preisverhandlung nachspielen. Das kann vielleicht ein Moritz Bleibtreu. Den kannst du sagen, so, das ist deine Szene, das ist dein Drehbuch. Sieh zu, dass du das Auto anstatt 10 Euro für 8 Euro bekommst und spiele es nach. Und vor allem, ich habe es jetzt hautnah erlebt, das ist alles, was du da machst, ist authentisch, weil du bist hier rein und eine der ersten Fragen war, wie schaut es mit dem Espresso aus? Ja, also immer. Deswegen, es ist authentisch, was du machst. Das stimmt, das stimmt. Mega, das stimmt, mega. Das stimmt. Ja, was mich natürlich interessieren wird, was ist dein Lieblingsauto? Also mein absolutes Lieblingsauto ist, das kommt jetzt auch demnächst auf meinen Channel, das ist der Ferrari Enzo und bleibt der Ferrari Enzo. Ich habe 2015 selber einen gehabt, da waren die Preise ganz anders. Das Auto habe ich damals auch von Herrn Pellegrino persönlich bekommen, den Gründer von San Pellegrino, also der Familie San Pellegrino. Und da bin ich das Auto zum ersten Mal gefahren, habe mich damit beschäftigt so richtig, das war 2015. Und da habe ich sofort so eine, das war Liebe auf den ersten Blick. Hammer. Wo liegt der gerade preislich? Der liegt jetzt ungefähr zwischen 2,8 bis 4 Millionen. Liegt der jetzt. 2,8 bis... Ja, je nachdem, hat er einen Unfall, hat er keinen Unfall, hat er Klassizertifikat, wie viele Kilometer, Europa, USA, Asien, also es sind viele Faktoren spielen da eine Rolle. Aber wenn du ein gutes europäisches Auto hast, unter 20.000 Kilometer, bist du bei 3,5 locker. Verrückt. Und ich habe es damals gekauft für 1,3. Auch eine Ansage. 2015. Was also die Rendite kannst du ja rechnen. Nein, leider nicht. Ich habe damals, ich bin halt in gewissen Punkten bleibe ich noch innerlich ein Händler und kein Sammler. Und wenn dann natürlich ein Mega-Angebot kommt, dann fällt es dir als Händler schwer zu sagen, nein, mache ich nicht, weil ich das Auto unbedingt behalten möchte. Dann verkaufst du es. Das stelle ich mir am schwierigsten eigentlich an einem Job vor, wenn du dir wirklich denkst, fuck, dieses Auto, ich will es nicht verkaufen, das ist gerade ein Mega-Deal, das glaube ich dir. Ja, aber das ist halt so, das musst du lernen. Das glaube ich. Das musst du lernen. Emotionen im Griff behalten, das ist das Wichtigste, glaube ich. Emotionen im Griff behalten und du musst immer, wenn du dich für so ein Auto entscheidest, musst du selber der beste Kunde sein. Und dementsprechend, wenn du selber der beste Kunde bist oder selber zu dir sagst, ich würde das Auto kaufen und das Auto ist jetzt in grün oder gelb, keine Ahnung, und du kaufst das Auto, dann kannst du es natürlich auch perfekt verkaufen. Als wenn du sagst, okay, blau ist jetzt nicht so ganz, aber wir versuchen es, das spürt der Kunde sofort. Und dann ist es schwieriger, so ein Auto zu verkaufen. Ja, klar. Absolut. Klar. Und für dich so das krasseste Auto, also Ferrari Enzo, sagst du jetzt die Emotionen, also unfassbar schönes Auto, wahrscheinlich Sound ist natürlich bei dem Auto auch extrem. Ja. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das war das krasseste Auto, was ich je gefahren bin? Also völlig irre, das ist mir einfach so heftig in Erinnerung geblieben. Ja, das ist schwer. Also ich muss sagen, wir haben einmal in Birmingham gedreht und da war ein Lamborghini Miura, ein Original SVJ. Also sozusagen das Auto hat einen 12-Zylinder und dein Motor ist nur 4 Zentimeter von dir entfernt. Das heißt, du bist nur geschützt durch so ein Plexiglas und dann noch in Birmingham, ganz enge Straßen, Rechtsverkehr. Und da hieß es, da hat der Redakteur erstmal gesagt, lass den Besitzer erstmal fahren, damit du dich erstmal ein bisschen an die Straßen gewöhnst. Genial. Und da hat er mittendrin angehalten und dann gibt er dir so einen Schlüssel für ungefähr 2 Millionen Euro und sagt, jetzt fahr du. Mach mal. Genau. Und dann fährst du und dann kommt so ein riesen LKW auf dich zu und die Straße ist so eng und du sagst, Alter, was soll ich jetzt machen? Völlig verrückt. Das war krass. Und dann noch mit den Gedanken, wenn du dich vorher mit den Fahrzeugen beschäftigst, das ist einer der Fahrzeuge, was am meisten abgebrannt ist, weil die Vergaser einfach zu viel Sprit hatten oder irgendwas und das ist nur 4 Zentimeter von dir weg und du hast einen Vierpunktgurt an in so einem Käfig. Das heißt, wenn das Ding anfängt zu brennen, dann ist durch. Dann bist du weg. Ne? Also hört Rechtsverkehr, sich Birmingham, sehr abenteuerlich an. Genau, SVJ und so weiter. Und dann, das war echt krass, was ich da erlebt habe, von Erlebnis her, aber von Fahrzeug her, was ich bisher erlebt habe, was ich fahren durfte, war echt ein 250 GTO. Und das war krass, das war echt krass, sich in so ein Auto reinzusetzen und das Auto fahren zu dürfen, dass einer dir so viel Vertrauen schenkt. Das war von Summe her das meiste, was ich gefahren bin. Ne? Hammer.
Das ist echt krass gewesen, ja. Unvergessliche Situation, ja. Gibt's für dich gerade so ein Auto, wo du sagst, es ist total underrated? Also jetzt mal weg von einem extrem krassen Auto. Mhm. Gibt es so ein Auto, wo du sagst, es ist völlig underrated, kannst du absolut empfehlen, richtig, richtig nice? Ja? Schwierig. Das ist echt zurzeit viel in Glaskugeln gucken. Mhm. Ich persönlich sage zu meinen Kunden immer, die Zeit ist vorbei, wo wir ein Auto kaufen und wo wir sagen, so, wir machen jetzt sechsstellig Rendite und verkaufen das Auto wieder nach einem Jahr. Nach einem Jahr ist ja dann die Spekulationssteuer dann weg und dann musst du deinen Gewinn nicht mehr versteuern. Mhm. Ich finde persönlich zurzeit, kauft euch das Auto, worauf ihr Lust habt. Okay. Und es reicht auch schon und es ist schon ein Invest, wenn ihr sagt, ich bin das Auto ein Jahr, zwei Jahre für 10.000, 15.000 Kilometer gefahren und habe es für plus minus null verkauft. Das ist schon ein Mega-Invest. Also, nehmen wir mal jetzt ein Ferrari-Segment, du kaufst dir ein F8 und fährst das Auto zwei Jahre, hast zwei Jahre Spaß und hast da 10.000 Kilometer raufgehauen und dann verkaufst du das Auto wieder mit plus minus null. Das ist schon ein Mega-Invest. Du hast Spaß gehabt, du hast Ferrari erlebt, du hast alles erlebt. Aber jetzt ein underrated Auto zu erzählen, was demnächst kommt, das wäre eine Aussage, wo ich nicht so 100% garantieren könnte. Gehst du damit? Weil ich habe einer deiner letzten Videos, sogar dein letztes Video ist über ein SL. Ja. Ich bin den vor kurzem Probe gefahren, also nicht lang her. Ich habe übers Wochenende ausprobiert. Super geiles Auto. Mhm. Also ich finde bei dem Auto richtig cool, ist der Spagat. Also Luxus, Multikonturensitze, Energizing-Programme und so weiter, richtig cool. Mhm. Und dann natürlich trotzdem AMG, die Emotionen. Mhm. Aber dieser krasse Preisverfall halt, von dem du ja eben auch in deinem Video gesprochen hast. Mhm. Ich habe mit meinem Mercedes-Berater gesprochen. Und der hasst mich jetzt natürlich. Der wird dich jetzt hassen, ja. Also Grüße gehen raus, lieber Chris, wenn du jetzt zuguckst. Ja, genau. Aber wir haben auch drüber gesprochen, auch da gibt es jetzt so ein paar Sonderfarben ja auch. Ja. Also Côte d'Azur, Blau, sagt dir bestimmt was, oder? Ja, genau. Glaubst du, das wirkt sich vielleicht nochmal positiv aus, weil das ist jetzt nochmal eine Sonderfarbe, ist schon mal was Besonderes. Also eine Farbe hat noch nie ein Auto gerettet. Okay. Das gibt's nicht. Ja. Das ist Quatsch. Mhm. Wir haben lange überlegt, ob wir Sonntag den Beitrag hochladen oder nicht, weil ich eine Woche vorher noch mit dem CEO von AMG in LA war und wir da uns beschlossen haben, dass wir von San Francisco nach Pebble Beach zusammenfahren. Okay. Und dann habe ich ihn auch, es war echt so innerlich, machst du es nicht und so weiter. Ich habe mich dafür entschlossen, dass wir das bringen, weil ich finde, man muss trotzdem authentisch bleiben. Definitiv, ja. Und Mercedes hat bei den SL, ich habe den SL ja, als er ganz frisch rauskam, für Grip in LA getestet und dann kam es ja irgendwann mal auf meinen Channel. Und da habe ich schon gesagt, das war Dezember 21, da habe ich schon gesagt, dass das Auto für den typischen SL-Kunden zu sportlich geworden ist. Zu sportlich? Zu sportlich, ja. Echt? Du darfst ja nicht eine Sache sagen. Es gab ja den SLK, dann den SL und dann den SLS und danach den AMG GT. Mhm. So. Wo ist der SL jetzt? Ist das mehr AMG GT? Ist das der SLK? Der SL ist gar nicht mehr drin. Das Auto ist viel härter geworden, hat einen kürzeren Radstand, das Auto ist viel sportlicher geworden und der klassische SL-Fahrer wollte eigentlich ein Zweisitzer, plus zwei Notsitze, wo er sein Dach mal aufmachen kann, wo das Auto ein bisschen der wollte das Auto GT-förmiger, also Gran Turismo-förmiger haben. Ne? Also mehr für längere Strecken, gemütlicher, Massagesitze und so weiter und so weiter. Aber extravagant? Trotzdem extravagant. Mhm. Und Mercedes, ich bin davon überzeugt, dass Mercedes den SL wirtschaftlich schon längst eingestellt hätte, wenn es nicht so eine Ikone wäre für die Geschichte von Mercedes-Benz. Ja. Mhm. Und dann hat AMG zum ersten Mal eigenständig ein Auto produziert, Allrad, die haben an alles gedacht, es ist ein super Auto geworden, aber für den typischen SL-Kunden zu sportlich und dementsprechend auch wieder zu viel produziert und dementsprechend war der Markt sofort satt und dann spiegelt sich so ein Auto natürlich im Preis wieder. Genau. Krass, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du sagst zu sportlich, weil so gefühlt im Konkurrenzkampf, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, so ein 911er, oder Der typische SL-Kunde würde ja nie 911 fahren. Okay. Das passt ja gar nicht.
Ne, der, ja, SL, der SL-Kunde war auch vom Altersgruppe her eigentlich so, das ist die, ich bin jetzt Jahrzehnte Ferrari gefahren, ich bin Porsche gefahren, ich bin alles gefahren, ich habe jetzt, ich brauche das, ich muss nicht jetzt mehr, sehr vorsichtig, genau, sein, ich habe 3 Bandscheibenvorfälle, ja, 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 ich komme nicht mehr so gut rein und raus und so, ja, weiter, ich nehme den SL. Okay. Das war der typische SL-Kunde. Ja. Und der passt da jetzt nicht mehr rein. Mhm. Und dann natürlich auch einen Riesenschritt gegangen mit Stoffverdeck. Ist auch nicht mehr jedermanns Sache. Die neue Generation will Hardtop. Siehst ja, Ferrari kommt ein Hardtop raus, Hardtop rein. Es ist die neue Generation. Und mit Stoffverdeck musst du dich jetzt wieder dran gewöhnen. Ferrari kommt jetzt auch mit dem Stoffverdeck, mit dem Roma. Was sehr, sehr gefährlich ist zurzeit, weil die neue Generation das nicht mehr möchte. Ja, ich kenne viele Leute, die sagen, Stoffverdeck, genau, es schreckt mich, genau, eher ab, kenne, genau, ich nicht, genau, ja, genau, kenne ich viele Menschen. Fahrgeräusche, wenn du auf, ja, der Autobahn dann doch mal sagst, ich will jetzt 300 fahren oder 280 fahren, 290 fahren. Dann ist Stoffverdeck ein bisschen lauter, eher schwieriger. Ja, obwohl die jetzt, ja, super, ja, sind, die haben sich sehr, sehr gut entwickelt, die Stoffverdecks, ja, das ist einfach so. Ja, cool. Lass uns nochmal über das Thema G-Klasse reden, weil das für mich so, ja, das ist für mich ein unfassbar schönes Auto, das ist eine Ikone, ja, du fährst ja auch eine, ja, G-Klasse, ja, oder, ja, 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 auch immer so ein Thema für dich, oder fährst lange, wir haben ja vorhin schon gesprochen, schon, ja, schon G. Ja. Wie ist die Situation? Weil es ist ja trotzdem noch Bestellstopp, ja, es ist ja trotzdem noch Bestellstopp, und soweit mein Kenntnisstand, also es werden dann trotzdem noch viele Fahrzeuge über Liste gehandelt, und wie siehst du das Thema G-Klasse im Allgemeinen? Also G-Klasse ist ja für mich, ich bin ja gebürtiger Perser, und das ist für mich immer auch eine sehr emotionale Geschichte, weil die G-Klasse hat ja unser König damals, unser Schah, oder der Pahlavi, hat das Auto ja als Teileigner von Mercedes-Benz damals. Für den ist es ja gemacht worden, oder? Für den ist es gebaut worden. Der wollte ein Auto haben, womit er sich gegen Saddam Hussein schützen kann. Krass. Das heißt, der hat Mercedes-Benz beauftragt, ein Auto herzustellen, was Hitze ab kann, Wasser ab kann, Gelände kann, alles kann. Und, aber die Stückzahl war so gering, dass Mercedes dann den Auftrag zwar angenommen hat, aber nach Puch weitergegeben hat in Graz. Und die ersten Autos sind ja auch Puch. Die sind ja nicht von Anfang an Mercedes. Und als dann die ersten Autos fertig waren, die Armeefahrzeuge, ist ja der Schah gestürzt worden 1979. Und dann sind viele Autos dann halt zur deutschen Bundeswehr gekommen und nach Australien gegangen, zur Bundeswehr in Australien. Und dann hat das Auto, dann hat Mercedes-Benz den Run darauf entdeckt, dass die arabischen Länder und so weiter alle dieses Auto haben wollen. Und dann haben sie, ich glaube, Juli oder Juni 1982 dann das umgelabelt auf Mercedes, aber trotzdem Graz weiter produzieren. Und das ist schon mal die erste Geschichte, meine Verbindung zur G-Klasse. Okay, also, da, okay, klar. Das ist einfach so. Die zweite Geschichte ist, die G-Klasse war für mich immer, ich liebe individuelle Autos. Ich liebe Autos zu besitzen, wo ich nicht durch die Stadt fahre und gefühlt 50 Stück davon sehe. Deswegen sage ich auch immer so offen, wie es ist, ich bin kein Porsche-Fan. Für mich ist es so, wenn du in Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf nicht auffallen willst, kauf dir einen Porsche. Dann fällst du nicht auf. Das ist einfach so. Auch wenn hier in München ist es wirklich krass. Ja, Hamburg genauso. Auch wenn sich das eventuell arrogant anhört. Aber es ist leider so. Diese Exklusivität, die Porsche mal hatte in den 60er, 70er, 80er, gibt es nicht mehr. Das ist dann durch die ganzen anderen Modellreihen, die dazugekommen sind, ist es nicht mehr exklusiv, ein Porsche zu fahren. Es sei denn, du hast einen 918er oder einen Carrera GT, oder das ist natürlich eine andere Liga. Aber 911er, wir können eine Wette starten, wir können uns am Odeonsplatz hinsetzen, du nimmst einen Zettel, ich nehme einen Zettel. Trinken wir einen Espresso. Eine Stunde, wir trinken einen Espresso. Ich wette mit dir, dass wir mindestens 25 Stück sehen. Eine Stunde. Die Wette gilt. Die Wette machen wir. Wir ziehen es durch. Genau, ich wette dagegen. Genau, okay. An der Maximilianstraße hätte ich gesagt, safe, ja, ja, aber Odeonsplatz wette ich auch dagegen. Odeonsplatz auch. Ich gehe da mit, ich gehe da mit. Okay. Aber das war für mich bei der G-Klasse A, die Technik. Normalerweise, wenn du dich mit den vorherigen, mit dem Vorgänger jetzt, nicht mit das aktuelle Modell, mit dem Vorgänger, das war ja alles auf LKW-Basis. Der hat sogar LKW-Gelenke drin gehabt, Kugellenkung gehabt. Deswegen heißt er ja auch bei Mercedes interne Schüssel 463. 463 ist intern bei Mercedes LKW-Teile. Das ist Abteilung LKW. Und dass das Auto nicht für Langstrecke, du fährst ja wie mit einem Kühlschrank gegen die Wand auf der Autobahn in dem Sinne. Du kannst ab 150 km/h keine Freisprechanlage benutzen. Heftige weil Windgeräusche, ja, genau, ja, klar. Eigentlich ein total Unnutzauto. Mhm. Aber es war individuell. Wir haben uns, egal wo du in Europa unterwegs warst, wir haben uns gegrüßt. Immer so wie Oldtimer-Fahrer oder Motorradfahrer jetzt, immer Hand hoch. Sich die G- oder die G-Fahrer grüßen sich. Okay. Absolut. Mhm. Aber das hat sich jetzt so
dreht, die ganze Geschichte. Es ist so normal geworden, auch wenn die Lage immer noch so ist, dass ein Bestellstopp ist. Es ist ein Bestellstopp da, weil nicht weil Mercedes nicht mehr produzieren kann, weil die Bestellungen so vorangeschritten sind, dass die Bestellungen schon teilweise bei 225, 226 sind. Und die wissen doch gar nicht, können sie einen 63er-Motor, einen AMG-Motor, durch die Emissionswerte da noch überhaupt bringen oder nicht? Können sie einen 8-Zylinder 26 auf den Markt bringen oder nicht? Das wissen wir ja alle nicht. Und kommt ein Downsizing, der 500er wird eingestellt und ich habe jetzt gehört, ich weiß aber nicht, ob es richtig oder nicht, also es ist Spekulation jetzt, okay, dass es dann einen Sechszylinder geben wird. Den 63, als Sechszylinder? Den 500er als Sechszylinder, nicht mehr als Achtzylinder. Okay. Und das wäre natürlich fatal. Ne? Das, ist das macht das Auto irgendwo aus. Genau, genau. Ja. Und deswegen ist ein Bestellstopp, deswegen war auch so ein riesen Run auf das Auto. Die ganze Welt wollte die neue G-Klasse haben und das ist tatsächlich so, die ganze Welt. Und egal, ja, selbst als wir jetzt in L.A. waren, wir haben da in Beverly Hills gedreht, da hast du G-Klassen gesehen, wie, es war Wahnsinn, wie viele G-Klassen du da gesehen hast. Unfassbar. Und das Individuelle ist weggefallen. Und das ist das, was ich für die Marke, für das Modell extrem schade finde. Und ich finde es inzwischen viel stilvoller, das alte Modell zu fahren, als das aktuelle Modell zu fahren. Das ist einfach viel cooler. Also den noch ohne Panamerikaner-Kühlergrill, sondern also der Vorgängermodell. Der Vorgänger, genau, okay. Genau, also 463A, mhm, nicht den B jetzt. Ah, okay. So, und, mhm, und für mich, ich habe selber in meiner Sammlung zwei Cabrios, mhm, und das ist das stilvollste Cabrio, was du auf der ganzen Welt fahren kannst, ist ein G-Cabrio. Du sitzt Hammer. Königlich. Du Welche machst Farbe? Darauf. Ich habe einen Anthrazit und einen Weiß. Geil. Genau, genau, genau. Geil. Und das ist schon genial. Das ist schon das ist genial. Der Hammer. Aber es ist extrem schade, was da Mercedes gemacht hat mit der G-Klasse, finde ich persönlich. Aber einerseits kann ich Mercedes verstehen, die können damit Geld verdienen und heutzutage musst du das auch, gerade als Aktiengesellschaft und so weiter. Und dann ziehen sie natürlich das auch durch, das ist normal. Also würdest du dir jetzt keinen G mehr holen? Oder du würdest keinen mehr fahren? Ja, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von Mercedes sich das hier anschauen wird. Ich bekomme eine G-Klasse nach wie vor, okay, aber erst, ich glaube, November 24. Ich okay. habe es jetzt ganz weit nach hinten geschoben, aber auch für mich persönlich, damit ich endlich mal in ein Daily-Auto einsteige, wo ich wieder was Neues entdecke. Wie okay. mit dem du jetzt da bist. Wie ich jetzt mit dem Auto, was ich jetzt hier mit habe, wo ich mich, ich kannte das Auto ja in- und auswendig durch die Presseveranstaltung. Mhm. Ich habe das Auto immer wochenlang gehabt von Bentley direkt und so mhm. weiter. Mhm. Aber trotzdem, als ich dann, also wenn es deins ist, ist es wieder was anderes. Ist dein, cool. Dein Rotation-Display, dann hast du neue Knöpfe, dann ist es endlich ein Langstreckenfahrzeug. Ich war schon viermal damit Hamburg-München. Cool. Das hätte ich mit der G-Klasse nie gemacht. Nie. Weil? Ja, weil das einfach ist kein too much mit den Windgeräuschen etc. Das macht stressig. Keinen Spaß. Das okay. macht einfach keinen Spaß. Okay. Und damit fährst du einfach. Es ist fast autonomes Fahren. Es ist einfach genial. Ne? Also bist du sehr zufrieden mit dem Bentley? Mega, so, mega. Ja. Also ich muss sagen, ich bereue es, dass ich nicht schon vor 2 Jahren gemacht habe. Okay, also ne? ist es jetzt ein 10-Zylinder oder V10, oder? Nee, 12-Zylinder. Ist es sogar es der gibt V12? Ja nur 8 und 12. Mhm. Lamborghini hat 10. Mhm. Und das ist ein 12-Zylinder. Ich habe mich bewusst für den 12-Zylinder entschieden, weil der 12-Zylinder jetzt eingestellt wird oder wurde. Mhm. Und V8 wird es auch weiterhin geben und dann noch als Hybrid. Also deswegen habe ich mich dann für den 12-Zylinder entschieden. Wo liegt der Bentley Continental GT aktuell preislich? Also Unterliste? Die werden schon zur Liste gehandelt. Okay, okay, Und dann gibt es halt natürlich den Speed, der liegt weit über 300, 350, 350, je nachdem, wie du den ausstattest. Mhm. Dann gibt es den V8, der liegt bei 260, 270, dann gibt es den V8S, der liegt um die 300. Also das ist so, die Preise bei Bentley sind extremst gestiegen durch die neuen unverbindlichen Preise, also durch die neuen Listenpreise. Okay, okay. Aber dass ein Bentley über Liste gehandelt wird, war noch nie der Fall. War noch nie der Fall, nee, okay. Nee, okay. Nee. Aber du hast den V12? W12, das ist ja der W12. Ach so. Das sind ja zwei V-Motoren von VW Ach so, okay. aneinandergesetzt, mhm. deswegen W12. W12, okay. V12 gibt es bei dem Bentley nicht. Mhm. Und dann gibt es ja noch den V8, V8S. Der V8S und V8 hört sich natürlich viel schöner an, ist auch leichter, fährt sich auch besser eigentlich. Aber ich habe den W12 genommen, weil er im Endgeschwindigkeit viel, viel stärker ist. Mhm. Und was du auch spürst. Und dann auch noch, es ist eingestellt worden. Und das ist dann halt noch ein Tickel, wo dein Wertverlust nicht so hoch ist, beziehungsweise wo die Wertstabilität vorhanden ist. Verstehe, ne? Verstehe. Cool.
Auf jeden Fall schönes Auto. Ja, ich liebe das Auto. Unfassbar schönes Auto. Unglaublich. Ich freue mich extremst morgen auf die Bentley-Veranstaltung. Da sind alle Generationen da, alle Continentals. Und ich vermute mal, dass wir auch den ganz neuen sehen können, der in zwei Jahren rauskommt. Hat Bentley noch nicht verraten, aber ich vermute schon, ich hoffe es sehr. Es gibt so Leaks, gell? Also es gibt schon so Bilder schon, zumindest so Vermutungen, aber es ist ja nichts offizielles. Der soll ja sehr, sehr ähnlich werden wie der Batu, von Außenbeleuchtung und so weiter. Aber wir sind gespannt. Aber der ist auch cool. Der Batu, der sieht heftig aus. Der sieht richtig heftig aus. Das ist ein krasses Auto, ja. Das ist ein ganz krasses Auto. Ja. Es ist so Ritual bei uns im Erfolgsmensch-Podcast, dass der Interviewte noch einen Buchtipp abgibt. Ja. Weil wir haben natürlich nur begrenzt Zeit, miteinander zu sprechen. Mhm. Und so eine Buchempfehlung sagt ja trotzdem immer viel über die Persönlichkeit aus. Yeah. Gibt es da irgendein Buch, was dich persönlich stark geprägt hat? Also ich muss sagen, ich bin ein riesen Gerhard Schröder-Fan. Mhm. Und ich habe mir viele seiner Bücher durchgelesen, unter anderem wie er Agenda 2010 sozusagen geplant hat, wie er überhaupt damals 1998 nach 16 Jahren Helmut Kohl sozusagen gegen ihn gewonnen hat. Und das war so für mich, wie er bei der SPD im jungen Jahren war und so weiter. Ich habe mir viele seiner Bücher durchgelesen und es fasziniert mich immer sehr, wie er sich so hochgekämpft hat, der aus einer Familie kam, die sehr, sehr arm war und wo er trotzdem seine Abschlüsse gemacht hat, Jura studiert hat, Vorstand bei Audi wurde und so weiter und so weiter und dann zum Schluss noch Hammer. Kanzler wurde und dann noch die Courage hatte, eine Vertrauensfrage zu stellen und dann trotzdem die Wahlen ja quasi fast gewonnen hat. Und er fasziniert mich sehr. Er wird ja gerade extremst kritisiert durch sein Russland-Nähe, womit ich nichts zu tun haben möchte. Also ich gehöre keiner politischen Partei an, gar nichts. Es ist der Mensch Gerhard Schröder, der mich so fasziniert. Einfach die Kämpfernatur. Genau, und seine Bücher, ich habe viele seiner Bücher gelesen und für mich ist es immer so, alle Bücher, die ich lese, das sind immer Biografien von Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Bill Clinton und so weiter, viele Politiker und auch viele Fußballer, wo ich einfach mal immer diese Werdegänge, wie sie sich hochgekämpft haben, dass du nichts alles im Leben geschenkt bekommst. Ich bin nicht einer, der irgendwelche Science-Fiction-Bücher liest oder sonstiges, das ist nicht meins, es ist ja immer Geschmack. Ich finde immer wahre Geschichten immer cooler und das packt mich dann auch, da bin ich voll drin. Aber wenn ich irgendwas lese, was so fiktiv ist, dann lese ich zwar, aber ich bin völlig woanders mit meinen Gedanken. Verstehe. Okay. Aber wenn ich dann lese, wie die dann sich damals zusammengetan haben und dann einen Wahlkampf aufgebaut haben, wie die den Helmut Kohl sozusagen entthronen, da bist du voll drin, das ist so spannend. Und kann man direkt mitfühlen. Ja, genau, das ist echt geil und das finde ich cool. Ja. Noch so einen expliziten Titel, also welches Buch besonders, also wenn jetzt jemand sagt, okay, das hat er mich jetzt überzeugt, der Hamid. Ja. Also bei Bill Clinton heißt es Werdegang. Okay. Es ist echt so dick und ich hätte nie gedacht, dass ich das Buch mir einmal durchlesen werde, aber da hast du alles drin, da hast du komplett alles drin. Natürlich dann auch die außenpolitische Lage gewesen damals nach dem Golfkrieg und so weiter, hat er viele interne Sachen, die er erzählen durfte, erzählt und das finde ich mega cool. Krass. Genau. Sehr, sehr cool. Genau. Hamid, vielen Dank. Sehr gerne. War sehr, sehr spannend. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hab mich sehr gefreut.